Hallo und nochmal ein herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Let's Play Unturned. Und ja. Wir haben beim letzten Mal ein GPS gefunden und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das GPS ist neu im Update. Genauso wie eine neue Waffe, Nailgun Magazine. Eine Nailgun, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht mal in der Hand nehmen, wie hier. Egal. Ah, ein Zombie. Ich bin hier in einer Militärbasis und deswegen schieße ich nicht. Stacheldraht. Ich schieße hier nicht ohne Schalldämpfer. Und jetzt zeige ich euch mal was. Eins und zwei und drei und. So. Und immer noch kein Leben verloren. Das ist ja nice. Noch eine Waffe. Muzzle. So. Und ja. Schreibt mal in den Kommentaren, wie euch das gefällt. Ich finde es relativ nice. Vor allem, weil das ist genau die Zombie-Farbe, die ich habe. Hier, 100%. Vergleicht mal meine Handfarbe mit die vom Zombie. Da kann man, wenn man Gaskanister hat, kann man bei einer Tankstelle oder da Rechtsklick machen oder halt Linksklick und den Tank auffüllen und den Gastank dann hier reinfüllen. Ich bin im Auto drinne. Hallo, hör auf zu laggen. Ja. Man kann mit Generatoren auch so Lichter anmachen und mit Generatoren, die man mit Gas auffüllt. Oh, habt ihr das gesehen? Hätte mich der Wagen getroffen, wäre ich tot. Ah. Schon wieder ein GPS. Ich weiß allerdings nicht, wofür das ist. Naja, wenn das so ist, muss ich wohl laufen. Macht das nicht aus, wenn ich mal schieße. Das kann da jetzt auch liegen bleiben. Ich verpiss mich mal. Da, 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 da. Und noch mehr und noch mehr. Antwort ist schon ein recht geiles Spiel. Ich muss auch auf mein Essen und Trinken achten. Und ja. Und auch noch viel mehr Radioaktivität, wenn Zombies angreifen oder ich was Vergammeltes essen. Ich kann auch selber anpflanzen und alles. Da ist die größte Stadt hier im Spiel. Seattle. So, da gibt es auch diese Mega-Zombie. Hoffentlich sehen wir mal einen. Genug Munition habe ich hierfür ja auf jeden Fall.
Die anderen crafte ich mal zusammen. Spart einfach nur Platz. Ich will immer noch eine Nailgun finden. So, und da wären wir in Seattle. Auf jeden Fall sind hier ganz, ganz viele Zombies. Und davor habe ich, naja, sehr großen Respekt. Sagen wir das mal so. Und deswegen nehme ich auch mein Messer. So. Aber auch ein Polizeiauto. Jetzt brauchen wir noch Gastank und sowas. Kleber! Kleber! Den Kleber kann man übrigens auch trinken. Und ja, verursacht manchmal irgendwas. Das finden wir jetzt zusammen heraus. Ah, ja. Macht alles verschwommen gerade. Und ich laufe gerade rückwärts, obwohl ich W drücke. Und jetzt drücke ich S und laufe vorwärts. Die Steuerung ist andersrum. Sowas in der Art verursacht Kleber. Oh, vorbei. Polizeiweste brauche ich nicht. Ich nehme einfach mal alles mit. Kann man ja nachher zusammen craften. Yeah. Tatü, tata, der Serizaka, der ist da. Scheiße. Oh Mann, es leckt. Ganz, ganz vorsichtig fahren wir jetzt. Ganz, ganz vorsichtig fahren wir außer... Ah! So, es reicht mir, es reicht mir. Ich muss schießen. Und so kriege ich auch mehr XP noch. Eine Axt.
Ein und ein Bus. Ja, da ist ein Gaskanister. Bam. Und Bob the Builder Tool. Oh nein, kann. Ah nein. Haben sie uns erwischt. Ja. Nach der Niederlage sind wir wohl. Ja. Müssen wir beim nächsten Mal nochmal von vorne irgendwie anfangen. Ihr habt erstmal einen Einblick gehabt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir vielleicht auch mal online spielen. Man weiß es ja nicht. Und ja. Dann sehen wir uns halt nochmal. Ja, wir sehen uns dann, ne? Tschö.